Wie du vielleicht weißt, gibt es drei Zeitlinien. Ja, die erste Zeitlinie ist die unausweichliche Zeitlinie. Sowas wie zum Beispiel, dass morgen um 7 Uhr die Sonne aufgehen wird. Ja. Oder du bist am Bahnhof und der Zug hat keine Verspätung und der kommt fix um 17:45 Uhr. Ja. Das heißt, das ist unausweichlich, dass der Zug zu dieser Zeit kommen wird, da er auch keine Verspätung hat. Ja. Das heißt, das ist die unvermeidliche Zeitlinie. Dann gibt es die bedingte Zeitlinie, das heißt, du gehst zum Beispiel ins Kino, aber du kannst immer noch umentscheiden, dass du doch nicht gehst. Du gehst vielleicht doch morgen. Ja. Und dann gibt es die dritte Zeitlinie, und zwar, das ist die Zeitlinie, die sehr unwahrscheinlich ist, dass du zum Beispiel Politiker wirst, dass du Präsident von Amerika wirst oder Astronaut wirst und so weiter. Ja. Und wir befinden uns meistens auf der zweiten oder dritten, also wir befinden uns eigentlich auf allen drei Zeitlinien, aber für gewisse Sachen im Leben müssen wir, wenn wir sie in unser Leben ziehen wollen, diese Sache in die unausweichliche Zeitlinie, also in die erste bringen. Ja. Und dazu habe ich eine eigene Frequenz oder eine Quantenmeditation entwickelt, eine Meditation, die auf Basis von Gehirnforschung nachgewiesen wurde und wirkt, wo man im EEG sieht, wie sich das Gehirn auf Basis dieser Technik, die ich da anwende, verändert. Ja? Und zwar nenne ich das Quantenmeditation, und zwar diese spezielle heißt Timeline Shifting. Ja? Bringe dich auf die Unvermeidbarkeitszeitlinie. Ja? Und die erste Phase ist so, dass ich dich in eine tiefe Entspannung hineinführe, und dann stellst du dir ein Bild vor von deiner Quantenversion, die schon sozusagen dein Ziel erreicht hat, diese Zeitlinie lebt, wo du dich hinbringen möchtest. Ja? Du stellst dir das Traumleben vor, die Bilder, fokussierst dich mit den Situationen, mit den Emotionen, und dann bringst du dich genau in eine Emotion, in eine Situation hinein. Wie zum Beispiel, wenn du auf einer Yacht liegst oder eine Arbeit sein oder dein Kontostand oder was auch immer. Ja. Tauche rein, und dann bist du so in diese Szene von dieser Quantenversion von dir. Ja. Und dann stellst du dir von dir eine Regenbogenbrücke von deinem dritten Auge zu dem dritten Auge diese Quantenvision vor. Und wie du dann mit deinem Bewusstsein über diese Brücke zu dieser Quantenvision eintauchst. Also du wirst dann eins und verschmilzt mit dieser Version. Ja. Ihr seid sozusagen dann miteinander verbunden. Ja. Und dann geht es darum, dass ich dich dann frage, was denkst du, welche Überzeugungen hast du, wie du dich fühlst, welchen Zustand hast du und was du heute noch vorhast als diese Version. Ja. Und dann springst du von dieser Szene zur nächsten Szene, was du dann machst, wo du hingehst und so weiter. Wie fühlst du es? Tue es, fühle es und erlebe es. Ja, und das kannst du dann machen, da kannst du dir auch Zeit lassen dafür, und du tauchst ein in diese Erfahrung. Ja. Und nun hast du das Fundament sozusagen geschaffen, und du bist durch Raum und Zeit gewandert, und hast dich auf diese Zeitlinie gebracht. Ja. Und erlebst das, und dann verschmilzt du mit dieser Version und bringst dich als diese Version wieder zurück. Und wenn du regelmäßiger diese Meditation hörst, wirst du merken, wie du dich plötzlich anders verhältst, wie du plötzlich ein anderes Leben wirst, andere Entscheidungen triffst, und irgendwann ein paar Monaten oder Jahren oder Wochen wirst du merken, wie du plötzlich genau dieses Leben anziehst, was du dir da regelmäßig sozusagen mit dieser Quantenmeditation in dein Leben gezogen hast. Ja. Und somit wünsche ich dir viel Freude in der neuen Realität. Du kannst diese Timeline-Shifting-Meditation kostenlos in unserer Brainwave 3D-App 7 Tage lang testen. Einfach auf der Webseite brainwave3d.com/premium kannst du sie direkt anwenden. In dem Sinne viel Freude damit, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.